Die sogenannte Leiche von Alfred Wooden stand auf wunderbare Weise von den Toten erwacht und blickte selbstgefällig auf die toten Kameraden. Ich hatte keine Ahnung, wie er das gedreht hatte, aber es war eine ziemlich schlaue Art, sich aus der Affäre zu ziehen. Das meiste von dem, was er gesagt hatte, passte zu gut, um dummes Zeug zu sein. Projekt Valhalla war nicht das einzige, in das der innere Kreis verwickelt war. Es gab reihenweise Schränke voller Akten. Die Geheimgesellschaft hatte eine lange Tradition. Immer hatte sie aus dem Schatten die Fäden gezogen. Es tat mir nicht unbedingt leid, dass Wodens Zug in seinem byzantinischen Kräftespiel die Mitgliedschaft auf einen einzigen reduziert hatte. Ich sollte für den alten Mann aufräumen. Es war ja auch meine Unordnung. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei... bei der Decke von Max Payne. Und da hinten ist die Tür, die uns irgendwo hinführt, denn so funktionieren Türen. Boah, das ist ja ein netter Auftakt hier. Gleich mal, wo waren Speichern? So, hast du jetzt davon? Ja, hier scheint es mehrere Wege. Leck mich. Präzisionsgewehr haben wir bekommen. Cool. Wir sind ja mal noch auf dem Weg nach oben, denn wir wollen ja die Acer Corporation zu Fall bringen. Denn wir haben herausgefunden, dass hier so ziemlich jeder mit drin steckt. Außer wir. Zumindest zur Zeit noch. Eine Kacknase haben wir erschossen. Den da unten holen wir uns hier mit einem Sniper. Ansonsten sehe ich hier erstmal keinen mehr. Schade, für die coolen Waffen haben wir so langsam gar keine Munition mehr. Alter, was? Die Schweine. Na komm. Bin gespannt, wie viele Stockwerke das hier noch hat. Den Typen schnappen wir uns. Oh! Shit! So eine Kacke. So, okay, wir wissen ja, dass da drüben einer ist. Eine Handgranate wirft. Ja, den haben wir. Zum Glück ist die Sniper aus der Hüfte genauso präzise, jetzt wenn man anvisiert. Sehr geil. Wir gehen noch mit den doppelten Ingrams vor.
Und der da oben, der da ausrastet? Zack, haben wir. Das Ganze speichern wir mal wieder. Ich glaube, wir sind so langsam auf der Endroute mit Max Payne. Bin gespannt, wie das Ganze ausgehen wird und ob wir rausfinden, warum unsere Familie deswegen sterben musste. Und ob wir den Schuldigen finden. CIA, FBI, kennst du einen, kennst du alle. Sicher, zum Üben ist es ganz okay. Aber das hier, für sie zu arbeiten, das ist das Größte. Das Geld ist astronomisch. Und das Ziel lokalisiert. Habe ich gar nicht gesehen, dass wir nur noch so wenig haben. Das ist ja anscheinend der Vorstand der Acer Corporation. Alle niedergemetzelt. Soll mir recht sein. Obwohl von denen wahrscheinlich auch nicht alle böse sind. Fertig, knallt ihn ab. Lasst uns das zu Ende bringen. Du und welche Armee? Wow, wow, wow. Zum Glück haben wir oben alle weggeschossen. Das wäre jetzt ein Riesenproblem für uns. Nein, nein, nein. Wow. Wow, 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 wow. Es wurden Fehler gemacht. Halt die Fresse. Frage. Bringt uns das irgendwas, dass das hier aufgeschlagen wurde? Schmerzmittel. Ansonsten nichts, aber wir kommen jetzt wahrscheinlich hier raus. Gut, die Vorgehensweise war nicht gerade originell, nicht so, als wäre das noch nie da gewesen. Auge um Auge, der erste Grundsatz der Rache, alt wie die Erde selbst und immer noch gültig. Die oberste Regel eines Killers war, seinen Job nicht persönlich zu nehmen. Zum Schluss war er es dann doch meistens. Zumindest bei mir. Ich nahm mir Zeit, fuhr durch die verschneite Stadt spazieren. Es gab keine Eile. Ich wusste, was ich zu tun hatte. Dachte darüber nach, baute ein wenig Wut auf. Ich parkte den geborgten Schlitten am Vordereingang des Hauptquartiers der Acer Corporation, stieg aus, ging rein und legte los. Eine meiner Kugeln trug den Namen von Nicole Horn. Ich hatte 1000 Kugeln mit dem Namen der Schlampe drauf. Sie verfügte über Ultra-Hightech-Sicherheitssysteme und genügend Söldner und Waffen für den Beginn des Dritten Weltkriegs. Ich verspürte keine Angst. New York verschwand hinter einem Schleier aus Schnee. Ich war über die Schwelle getreten. Dies war ihr Revier, glatt, sexy und seelenlos. Alles Glas und Stahl. Ein Ort voller farbkodierter Sicherheitskartenschlüssel, Metalldetektoren und Überwachungsanlagen. Verdammt kalt. Kälter als der Lauf einer Pistole. Oh mein Gott. Das ist es also. Die Acer Corporation. Ich glaube, wenn wir hier reingehen, dann geht erstmal der Alarm los.
Nö, nicht so. Was? Was ist denn da passiert? So, das kann ich auch. Ach, da ist der! Ma, Freundchen, dir werde ich. Werde ich dir. Ist aber noch einer. Das sah sehr seltsam aus und war, glaube ich, echt dran schuld. Soll uns nicht stören, der ist tot und wir leben noch. Was für ein Scheiß, ey, denen ist alles egal. Die jagen ihre eigene Bude hoch. Und die halten auch ultra viel aus hier. Vielleicht besser, wenn wir die Kommando nehmen. Und an jeder Ecke speichern. Sag mal, ich hab doch auf das Ding geschossen. Wow! Alter! Heimtückige Scheißkacknase! Mal gucken, ob wir da irgendwie anders vorbeikommen. Okay, alles cool. Wow. Nein, bist du wahnsinnig? Alter. Das war fies. Ich weiß gar nicht, was wir dagegen so richtig machen sollen. Halt die Klappe. Oh, oh. Ganz ehrlich, lösch einfach diesen Part. Lösch diesen Part. Der kommt nie auf YouTube. So, meine Freunde. Wir warten einfach hier. Oder auch nicht. Obwohl, das scheint ganz gut zu funktionieren hier. Die Frage ist halt nur, wo wir ganz genau hin müssen.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ultra unfaire Scheiße. Immer wenn man irgendwie so Schmerzmittel findet, danach geht irgendwo irgendeine Scheiße auf. Und die Schmerzmittel, die man dann gefunden hat, die kann man dann erstmal wieder aufbrauchen. Nicht mit mir. Ich bin wie Neo in der Matrix. Ich bin wie Rotkäppchen, das den bösen Wolf verprügelt. Ich bin die Schildkröte gegen den Hasen. Ich bin die Schnecke auf dem Kopfbergsalat. Was? Alter, was ist das hier wieder für eine Scheiße? Keine Ahnung, was passiert, wenn wir da reinlaufen. Aber eigentlich will ich es nicht ausprobieren. Wow, du heimtückige Ratte! Mist, Arsch, Kacken, Pimmel. Das kriegt er jetzt ab, der Vogel da. Wow, okay. Krasser Shit. Nicht mit mir, Freundchen. Nicht mit mir. Da geht's auf jeden Fall rein. Aber hier hinten sehe ich schon wieder ein paar Painkiller. Was aber bedeutet, dass wenn wir zurückkommen, wieder da 50 Leute stehen. Was so vorhersehbar. Ihr kleinen Kacknasen. Mona, gut sehen Sie aus. Max, wir müssen aufhören, uns so zu treffen. Eher schneit es in der Hölle, als dass ich mich von einem Drogenbullen aufhalten lasse. Miss Sax, erledigen Sie Ihren Job. Nur die Ruhe, Max. Du bist einer von den Guten. Ich töte doch keine Guten. Sie sind auch gar nicht so übel. Es war was anderes, als Horn Punchinello umnieten wollte, um ihre Mafia-Verbindungen zu verwischen. Er hatte den Tod verdient. Das gleiche gilt für sie. Sie ist hier der böse Bube. Ihre Schwester überredete sie, mir zu glauben. Ich kannte die Vorlieben der Geister. Sie lechzten nach Rache. Max! Nein! Ein Pistolenschuss krachte und sie fiel in Zeitlupe zu Boden. Sie war ein nettes Mädchen. Nicht wirklich ein eiskalter Killer, aber jetzt war sie eiskalt. So kalt wie der Tod. Wie religiöse Fanatiker griff mich nun Nicole Horns Privatarmee an. Hab ihn gefunden. Weil sie uns ja davor noch nicht so angegriffen haben. Alter, okay, das müssen wir in Zeitlupe machen. Ohne Sprung. Alles klar, kein Problem, Leute. Die radiere ich alle weg. Alter.
Alter Schwede. Alter, wie wir die weggemäht haben. Weggekockt. So, noch ein paar Painkiller holen, damit wir die gleich wieder benutzen können, wenn wir... Scheiße. Ey, heißt das, wir müssen jetzt den Weg wieder zurückgehen, oder was? Als der Aufzug wieder nach unten kam, war Mona verschwunden. Da war jede Menge Blut, aber keine Leiche. Irgendetwas klickte ein letztes Mal. Mein Verstand war niemals so klar gewesen. Als wären irgendwo hoch da oben die Sturmwolken bereits verschwunden und kühle Sterne funkelten am Himmel. Ja, dann würde ich sagen... Auf geht's! Oh, scheiße. Okay. Ich habe kapiert, was wir machen müssen. Bloß zu spät. Wie es hier weitergeht und ob wir diese Fahrstuhlfahrt überleben werden, das seht ihr in der nächsten Folge von Max Payne. Bis dahin, macht's gut.